Wir nehmen mal ein bisschen was auf und vielleicht schneiden wir daraus einen Kinderchor. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch da reingucken irgendwann mal bei YouTube, dann könnt ihr euch auch noch und könnt es noch mal sehen. Genau, das falls könntet ihr machen. Habt, wäre auch nicht schlecht, oder? Und es ist super, dass so viele gekommen sind. Ich gucke dann immer, wie viele Leute melden sich denn an und oh, es ist wieder gestiegen. Da freue ich mich so und es ist traumhaft, dass ihr hier seid. Das ist total cool. Seid ihr bereit? Und jetzt kommt es aber hier. Himmel, Erde, Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und dreht die Welt in seiner Hand nochmal. Alles, was ich sehe, kann er Gott gemacht. Himmel, Erde, Meer und Land. Er hat sich das alles super ausgedacht und dreht die Welt in seiner Hand. Viele tausend Blumen schuf Gott wunderschön. Was? Vielen, vielen Dank. Bleib wir haben nämlich hier stehen. Für die Andrea ein Lied gesungen. Andi, du musst auch mal mitsingen. Und wir dachten, ihr könnt das bestimmt ziemlich schnell lernen und dann singen wir das der Andrea zu, weil das ist nämlich ein ganz einfaches Lied. Das geht so. Wir sind ein Team und du gehörst dazu. Und freuen uns, dass du mit deinen Gaben bei uns bist. Wir sind ein Team und das, was in dir steckt, passt irgendwie perfekt. Wenn das kein Segen ist. Und ihr könnt das, oder? Mal. Wir sind ein Team und du gehörst dazu. Wir freuen uns, dass du mit deinen Gaben bei uns bist. So, bis dahin, okay? Wir sind ein Team. Steht mal auf. Eins, zwei, drei. Wir sind ein Team und du gehörst dazu. Wir freuen uns, dass du mit deinen Gaben bei uns bist. Wir sind ein Team und das, was in dir steckt, passt irgendwie perfekt, wenn das kein Segen ist. Jetzt könnt ihr es schon ein bisschen, ne? Jetzt singen wir es nochmal einen Ton höher. Hier, und was ich gerade merke, was denn? Das gilt eigentlich für jeden, der hier sitzt. Richtig. Wir können uns das gegenseitig zusingen. Ja. Also Peter hat die Andrea hat Peter auf die Idee gebracht, aber jetzt bin ich da so. Genau, jetzt singen wir es mal so. Toll, dass ihr da seid. Jetzt müssen wir noch die Choreografie, ich bin ja ganz einfallsreich. Und du gehörst dazu, okay? Oh ja. Beim ersten Mal machen wir alle auf Andrea und beim zweiten Mal jeder auf den, den er denkt, okay? Eins, zwei, drei. Wir sind ein Team und du gehörst dazu. Wir freuen uns, dass du mit deinen Gaben bei uns bist. Wir sind ein Team und das, was in dir steckt, passt irgendwie perfekt,
wenn das kein Segen ist, dann was? Wir sind ein Team und du gehörst dazu. Wir freuen uns, dass du mit deinen Gaben bei uns bist. Wir sind ein Team und das, was in dir steckt, passt irgendwie perfekt, wenn das kein Segen ist. Sehr schön, ihr dürft euch wieder setzen. Und Schudi, du kannst mal hier hinkommen, weil dann können wir das online auch zeigen. Ne? Kurz mal in die Kamera winken. Hi. Du siehst. Hi. Du siehst, da wo du dich siehst, ne, siehst du dich auch. Da? Ja, sehr gut. Das. Also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, und zwar darüber, wem ich eigentlich vertraue. Und da will ich mal den Peter spontan fragen, wem vertraust du denn? Zum Beispiel Deborah. Ja, das ist schon mal ganz gut, wenn Ehepartner sich vertrauen. Aber wem vertraut ihr denn? Die meisten von euch sind ja gar nicht verheiratet. Ja? Gott? Wem noch? Du? Wem vertraust du noch? Eli? Genau. Mama. Deinen Eltern, Geschwistern, Freunde. Das sind lauter Leute, denen man gut vertrauen kann. Manchmal überlege ich, ob ich den Nachrichten vertrauen kann. Aber eine Antwort war ja schon Gott vertrauen. Und daran soll es heute gehen. In der Bibel haben wir auch den David Lennox, der David, der hat auch Gott vertraut. Und zwar in einer ziemlich schwierigen Situation, als er gegen Goliath kämpfen sollte. Ich glaube nämlich nicht, dass die Leute, die Gott vertrauen, einfach stärker und klüger sind, sondern die Leute, die Gott vertrauen, die haben Gott an ihrer Seite. Und wenn sie Gott vertrauen, dann sind sie einfach mutiger und ja, Gott stärkt sie, so wie der David das erlebt hat. Und als Jesus auf der Erde war, da haben ganz viele Leute gespürt, dass Gott da am Werk ist. Da haben Tausende von Menschen tolle Wunder gesehen und deswegen haben sie Jesus vertraut und auch an ihn geglaubt. Einmal ist Jesus auf dem Wasser gegangen und zwar waren die Jünger auf dem Boot und ziemlich in Seenot und Jesus kam ihnen entgegen. Und der Petrus hat gedacht, wow, das ist ja cool, das mache ich auch, da steige ich aus. Und Jesus hat ihn auch ermutigt, komm zu mir. Und dann auf einmal hat der Petrus Angst bekommen, hat auf die Wellen geguckt und ist gesunken und konnte nur noch schreien, Jesus, hilf mir. Und Jesus hat die Hand ausgestreckt und hat dem Petrus geholfen. Und so können wir auch die Hand ausstrecken und Gott um Hilfe bitten, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und genau darum geht es in dem nächsten Lied, dass ihr ja, das sagen könnt. Jesus, ich will dir vertrauen und er reicht dir seine Hand, er lädt dich ein und du kannst einfach sagen, ich will dein Kind sein, ich möchte dir vertrauen. Der Peter hat diese Geschichte von dem Petrus vertont und die wünsche ich mir jetzt. Die singen wir jetzt. Singen wir mal zusammen den Refrain. Wer weiß, wie das geht? Jesus, halt mich fest an deiner Hand, lass mich nicht fallen. Nicht untergehen. Das konnten aber noch nicht alle sein, oder? Das habt ihr schon alle mitgesungen? Das haben wir noch nie gelernt. Och, online gibt es das doch schon ganz lange. Aber das können trotzdem. Guck mal, die online, die können es vielleicht, ne? Stimmt's? Kennt ihr das? Ja, ne? Manche schon. Manche. Eins, zwei, drei, vier. Jesus, halt mich fest an deiner Hand. Lass mich nicht fallen, nicht untergehen. Ich vertraue deiner Stärke, mit dir kann ich übers Wasser gehen. Das klingt nicht schlecht, oder? Übers Wasser gehen. Ja. Denn zuerst hat er sich überlegt, zuerst sah es ganz gut aus, der Weg erschien mir leicht, doch wenig später wurde es mir klar. Oh weia, hier komm ich nicht mehr raus, überlebe nur vielleicht. Zu deutlich und real war die Gefahr. Und jetzt alle mit! Jesus, halt mich fest an deiner Hand. Lass mich nicht fallen, nicht untergehen. Ich vertraue deiner Macht und Stärke. Mit dir kann ich übers Wasser gehen. Jetzt guckt er auf die Welt. Wellen in nee, der Boden. Der Boden unter mir hält plötzlich nicht mehr stand und schnell steht mir das Wasser bis zum Hals. Was wollte ich bloß hier, so weit weg vom sicheren Land? Gerade jetzt bereue ich's jeden Fall.
Wald. Und Jesus, halt mich fest an deiner Hand. Lass mich nicht fallen, nicht untergehen. Ich vertraue deiner Macht und Stärke. Mit dir kann ich übers Wasser gehen. Jetzt kommt die Idee. Die Wellen um mich her nehmen mir die Sicht auf dich. Es kommt mir vor, als wärst du nicht mehr da. Vertrauen fällt mir schwer und ich sehe nur noch mich. Doch nun noch weiß ich, du bist mir ganz nah. Jetzt nur die Jungs. Jesus, halt mich fest an deiner Hand. Lass mich nicht fallen, nicht untergehen. Nur die Mädchen. Jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen sortieren hier. Wisst ihr, was ich in der Mittagspause gemacht habe? Das könnt ihr euch gar nicht das vorstellen. Das ratet ihr nie. Nie, never, ever. Nie ratet ihr das. Obwohl einer hat es schon geraten. Wer hat es noch mal geraten? Ich glaube, die Clara. Was hast du, was habe ich gemacht? Ich habe ein Königskind-T-Shirt genäht. Guckt mal! Ist das nicht cool? Wie findet ihr mein T-Shirt? Und es ist grün. Ha! Grün ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Hat einer von euch ein grünes Königskind-T-Shirt? Gar nicht wahr, es gibt gar keine. Ha! Doch, es gibt welche. Gibt's welche? Es gibt welche, die sind nur ach, anders grün. Da gibt's die, da, die Salome hat eins an. Genau. Aber gar nicht so ein grün, sondern aber ein anderes. Aber das ist ein anderes grün. Grün, genau. Also, ich habe ein T-Shirt. Wisst ihr was, ich muss dem Peter einen Kuss geben. Der hat so schön gemacht. Oh ja. Aber wisst ihr was? Manchmal morgens, dann gucke ich in den Spiegel und dann denke ich, boah, wie sehe ich denn heute aus? Geht euch das auch so? Dann bin ich noch verschlafen und verknittert und schrecklich müde. Und dann denke ich, ich weiß nicht, ob Gott das schön findet, wie ich heute Morgen aussehe. Meine Haare, die stehen ganz doll zu Berge. Habt ihr auch morgens Wuschelhaare? Ja. Weißt du, was mir mal Peinliches passiert ist? Ich musste arbeiten und da war ich an der Arbeit und da musste ich die ganze Nacht arbeiten bis 4 Uhr. Und dann bin ich kurz ins Bett gegangen für 2 Stunden und dann lag ich nur auf so einer Kante. Und als ich morgens aufgewacht war, höre ich die Kante vom Bett in meinem Gesicht. Und so bin ich aufgestanden, habe nicht in den Spiegel geguckt und bin in die Besprechung. Und alle so, du hast eine Kante im Gesicht. Das war ganz schön peinlich. Ja. Aber auch nicht so schlimm. Ja, manchmal sieht man verwurstelt aus oder etwas verkantet. Verkantet. Aber weißt du was? Es gibt ein Lied, da steht, ich gucke in den Spiegel und schau mir meine Augen an. Und dann findet der, der das geschrieben hat, das gut. Wer hat das denn geschrieben? Ich. Du. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann denkst du immer, oh, wie schön. Dann freue ich mich. Ehrlich? Ja, manchmal schon. Manchmal denke ich auch, ich muss wieder zum Friseur. Oder dich rasieren. Ja, das denke ich auch manchmal. Oder das denke ich auch manchmal. Manchmal denke ich, meine Frau denkt, ich muss mich rasieren. Ja, das denkt die bestimmt. Also, auf jeden Fall, es gibt noch jemanden, der hat auch in den Spiegel geguckt. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Spiegel gab. Das war der David. Der hat auch vielleicht mal in einen flachen See geguckt und hat gedacht, wie bin ich eigentlich so gemacht? Sehe ich gut aus? Und ist das gut so, wie ich bin? Und dann hat er ein Lied geschrieben, oder ein Psalm nennt man das. Und das ist die Nummer 139. Kennt ihr den schon? Ein bisschen. Die Larina denkt, sie kennt es ein bisschen. Die Tilja vielleicht auch. Oh, der Colin auch. Da steht nämlich, lieber Gott, du hast mich scheußlich gemacht. Nein, natürlich nein, nicht. Nein, das steht da gar nicht. Da steht, wunderbar. Denkt ihr das auch, wenn ihr in den Spiegel guckt? Wunderbar. Also, ihr habt eine Aufgabe für morgen früh. Morgen früh, wenn ihr in den Spiegel guckt, dann sagt ihr, wunderbar.
wir das mal üben? Sagt mal, wunderbar. Okay, und jetzt singen wir zusammen, ich gucke in den Spiegel. Steht ihr mal auf? Okay. Genau. Hier jetzt mal. Ihr dürft auch sitzen bleiben. Okay. Im Alter bleibt noch gerne. Seid ihr bereit? Gott mag Farben. Ja, sehr schön. Eins, zwei, drei. Gott mag Farben genauso gern wie ich. Gott ist Farben, er malte dich und mich. Gott mag es bunt und seine Lieblingsfarbe ist vielleicht Gold. Sehr gut. Nächstes Lied. Wer nimmt die Mikros? Okay. Gut nachdenken. Eins, zwei, drei. Denn wir füreinander sorgen und einander unterstützen in der Not, wenn wir Trost und Hoffnung spenden. Und einander helfen freut sich Gott, wo wir teilen und verschenken. Fröhlich weitergeben das, was Gott uns gibt, können Menschen daran sehen, dass Gott sie. Das war gut. So, an dieser Stelle. Oh, das ist auch ein cooles Ding. Liederraten mit Choreografie. Weiß es jemand? Ja, so ähnlich. Das wäre so. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch so ein Choreografielied. Nein. Die Marie weiß es. Marie, sag's. Ja. Ja, er ist der gute Hirte, ganz genau. So, die erste Strophe. Bitte sehr, die Emma. Was zum Leben nötig ist? Psst. Was zum Leben nötig ist, das gibt er uns gern. Alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Sehr gut, und jetzt ihr. Achtung. Hey. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Hirte, der uns seine Kinder nennt. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Er ist der gute Hirte, der uns seine Kinder nennt. Auch wenn es gefährlich ist. Auch wenn es gefährlich ist, passt er auf uns auf. Nur bei ihm sind wir in Sicherheit. Schön. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Er ist der gute Hirte, der uns seine Kinder nennt. Nochmal. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Er ist der gute Hirte, der uns seine Kinder nennt. Weil er uns unendlich liebt, ist er für uns da, gibt sogar sein Leben für uns hin. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns hält. Er ist der gute Hirte, der uns seine Kinder nennt. Mitsingen. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Er ist der gute Hirte, der uns seine Kinder nennt. Er ist der gute Hirte, der uns führt und der uns kennt. Er ist der gute Hirte, der uns seine Jesus, wie schön, dass du der gute Hirte bist und dass du jeden hier kennst und dass du einen Plan hast mit uns und uns durch unser Leben führst. Das ist das Allerwichtigste und das wollen wir wirklich nicht vergessen. Die Großen nicht und die Kleinen nicht, dass wir es uns einfach merken. Wir wollen an deine Hand durchs Leben gehen, denn da, so ist es am besten. Amen. Und zum Schluss sagen wir... Mach's gut, es hat mir Spaß gemacht.
getanzt, gesungen und gelacht. So haben wir die Zeit verbracht und konnten sie genießen. Mach's gut und tschüss, ich sag auf Wiedersehen. Wenn wir jetzt auseinander gehen, hat Gott versprochen mitzugehen. Mach's gut, auf Wiedersehen. Mach's gut, auf Wiedersehen. Mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.